Der Beginn der Gartenschau in Balingen war auch gleichzeitig ein Ende, und zwar das Ende der Amtszeit von Oberbürgermeister Helmut Reitemann. Im Sommer 2022 hatte er angekündigt, dass er nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren werde, sondern in den Ruhestand gehen wird. Ein Nachfolger ist bereits gefunden. Dirk Abel wird künftig die Geschicke der Stadt Balingen lenken. Die große Verabschiedung von Helmut Reitemann wurde am Freitagabend in der Stadthalle Balingen zelebriert, und auch wir waren für Sie mit dabei. Zur Verabschiedung vom Balinger Oberbürgermeister Helmut Reitemann waren viele Menschen in die Stadthalle Balingen gekommen. Neben Mitgliedern des Gemeinde- und Kreistags auch etliche Vertreter aus Ehrenamt, Behörden und Institutionen sowie Familie und Freunde. Außerdem auch eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Royan. Ganz vorne mit dabei auch Landrat Günther Martin Pauli, Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut und CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Bareis. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Orchester Academia Sinfonica. Dann folgten einige Grußworte, die doch alle eine Gemeinsamkeit hatten. Viele lobende Worte und Danksagungen an Helmut Reitemann. Gelobt wurde er unter anderem für seine Kompromissbereitschaft, seine Toleranz und Souveränität. Die Meilensteine seiner 16-jährigen Amtszeit zu nennen, würde den Rahmen sprengen, betonte der Vize-Regierungspräsident Dr. Utz Remlinger. Und doch kam man um einen besonderen Meilenstein nicht drumherum, die Gartenschau. 2009 haben wir uns beworben, 2010 den Zuschlag bekommen und seit 13 Jahren dran gearbeitet. Mal am Anfang ein bisschen weniger, dann aber sehr, sehr intensiv. Seit 3 Jahren wirklich gebaut, gebaggert, gebuddelt. Und heute natürlich die Eröffnung, das ist natürlich gigantisch, wenn man so eine Gartenschau eröffnen darf und die auch so gut ankommt und natürlich jetzt auch wirklich mal der Bürgerschaft zeigen kann, was man alles gemacht hat. Die Danksagungen und der Rückblick auf die vergangenen 16 Jahre im Amt lösten in Helmut Reitemann auch melancholische Gefühle aus. Natürlich kommt jetzt natürlich mehr und mehr die Wehmut raus, muss man ganz klar sagen. Am Anfang hat man das immer so ganz locker genommen und hat gesagt, ja, man hört dann auf. Wenn es jetzt dann doch so weit ist, nachher denkt man, manche Sachen würde man schon gerne noch weitermachen. Aber wir hatten einen guten Nachfolger und deshalb wird es sicherlich sehr, sehr gut weitergehen. Und Nachfolger Dirk Abel freut sich schon jetzt auf seinen Amtsantritt. Denn den guten Zusammenhalt in Balingen durfte er bereits kennenlernen. Also ich spüre das auch schon. Ich bin ja schon ein paar Tage jetzt auch in Balingen, auch in der Verwaltung immer schon wieder mal zu Gesprächen. Auch im Wahlkampf schon habe ich das erlebt. Was ich in Balingen besonders toll finde, ist das Ehrenamt, die Vereine, auch die Kultur. Was hier alles da ist, was getragen wird einfach von der Bürgerschaft. Das ist wirklich toll und darauf lässt sich als OB sehr gut aufbauen. Helmut Reitemann bedankte sich in seiner Rede bei all seinen Weggefährten, insbesondere bei seinem Team und der Bürgerschaft. Und bei einer Person natürlich ganz besonders, bei seiner Frau Cecilia. Sie habe sich in den 16 Jahren nie beschwert und ihn immer unterstützt, obwohl er rund 40 Wochenenden im Jahr auf Terminen statt zu Hause war. Im Ruhestand wollen sie jetzt dafür umso mehr Zeit zusammen verbringen. Und Cecilia Reitemann hat einiges mit ihrem Mann vor. Tanzen, Sport, Yoga, Radeln, Wandern, es gibt so vieles. Überrascht wurde Reitemann auch von seinen Söhnen, die ebenfalls Vorschläge für seine künftige Freizeitgestaltung vorbrachten. Nun gut, die waren natürlich nicht ganz so ernst gemeint. Am Ende gab es für den langjährigen OB Standing Ovations, minutenlang. Danach ging es zum gemütlichen Teil über. Vielen langjährigen Partnern wird Reitemann fehlen, etwa dem Landrat des Zollernalbkreises, der mit Reitemann im selben Internat war. Ich kenne ihn also schon seit den 80er Jahren. Und als er dann hier als OB aufgeschlagen ist, da hatten wir schon eine sehr vertrauensvolle Grundatmosphäre untereinander. Und ich wusste, dass er ein verlässlicher, pflichtbewusster, verantwortungsbewusster Mensch ist. Und wir sind freundschaftlich verbunden und das hat sich auch in der Zusammenarbeit niedergeschlagen. Und ich denke, es war eine erfolgreiche gemeinsame Zeit hier. Also Helmut Reitemann war jemand, der immer pragmatisch war, der in der Sache orientiert war, der immer Dinge vorangebracht hat. Und deshalb habe ich mit ihm sehr gerne zusammengearbeitet. Er hat auch viel bewegt hier in Balingen und ich glaube, dass wir ihm sehr dankbar sein können. Ich wünsche ihm jetzt einfach alles Gute und ich freue mich, dass er jetzt einen schönen Ruhestand hat und werde ihn auch ein bisschen vermissen auch. Ein Geschenk an Reitemann war übrigens ein Gutschein für eine Alpliege. Die will er sich in seinem Haus in Hohentengen in den Garten stellen, natürlich mit Blick in Richtung Balingen.